Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Schädelhändlerin. Ja, und ich spiele mit den Perks Ruf der See, Stromstoß, das Beste kommt zum Schluss und tödlicher Verfolger. Und ich habe einen Add-on-Plan. Ich spiele nämlich mit einmal mit einem Add-on, dass mir die Augen von Überlebenden angezeigt werden, wenn sie im Radius der Drohne sind. Das heißt, ich setze hier mal eine Drohne, die fliegt sonst wohin. Aber genau, wenn sie jedenfalls in dieses Feld einer aktiven Drohne reingehen, dann sehe ich deren Aura. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass eine Nia hier sitzt. Oh, ich hätte sie direkt schlagen sollen. Ich weiß nicht, warum ich da gezögert habe. Naja, egal. Okay, genau, also das ist das Addon. Das ist eine Addon, ne? Also ich bekomme einfach unglaublich viele Aura-Informationen. Und das zweite Addon hat den Effekt, wenn die Überlebenden so eine Schnappfalle aufhaben. Ich lasse sie mal laufen. Wenn die Überlebenden so eine Schnappfalle aufhaben, dann... Ja, dachte ich mir, dass sie hier sitzt. Und die Schnappfalle loswerden, dann sehe ich auch deren Aura für 4 Sekunden etwa. So, hallo Mac. Okay, und ich weiß, dass dort hinten wieder jemand sitzt. So. Ja, ich müsste mal jemanden niedermachen. Ja. Wunderbar. Genau, also zwei krasse Aura-Addons und ich dachte mir, mit tödlicher Verfolger ist das halt super. Uff, die war ganz schön klitschig gerade. So, Drohne. Scannen bitte. Zeig mir, wo die Max sich versteckt. Einmal, habe ich dich. Wunderbar, ich weiß wieder Bescheid, wo du lang gehst. Okay, das nehme ich raus, diese Drohne, denn die hilft ja gerade nichts. Ich setze hier eine neue Drohne hin. Okay. Die Drohne ist rausgeflogen. So, wenn ich Mac jetzt niedermache, Stromstoß. Und ich sehe eure Auren, weil ihr innerhalb der Drohne wart. Einmal. Okay, das zerstöre ich, dann hole ich mir die Mac. Okay. Wenn die Drohne in diesem Suchmodus ist, dann bekomme ich halt keine Aura-Informationen. Sondern nur, wenn sie im Grunde aktiv scannt. Okay, ich häng dich hierher. Hab. Aktiviere diese Drohne. Die Drohne hat's. Die war wahrscheinlich zu nah beim Haken. Nee, Nia hat sie zerstört. So, neue Drohne hierher. Wunderbar. Dort hinten haben wir Renato, der mal kurz im Radius war und dadurch jetzt für mich entdeckbar wurde. Oh, das ist echt eine sehr schwierige Palette hier, ja. Das ist komisch, ne? Finde ich auch. Okay, hart im Nehmen. Hab ich dich. Wunderbar. So, wenn Nia jetzt ihre... Wobei, Nias Batterie ist voll, oder? Das heißt, die ist irgendwo... bei einer Drohne, oder? Okay, ich aktiviere mal mein Gerät. Ja, die ist hier hinten. In der Richtung. Ich aktiviere mal diese Drohne. Finde ich sie da? Nein. Okay, Nias Batterie ist ausgegangen. Aber wenn sie jetzt die Drohne los wird, ja, sehe ich wieder ihre Aura für eine kurze Zeit. Und auch dank tödlicher Verfolger wieder 2 Sekunden länger. Kommen halt richtig viele Informationen dadurch. Wo bist du? Okay. Hallo. So, jetzt musst du die Palette werfen. Genau. Wo? Dort hinten. Flink. Flink und ausgewogene Landung, beides? Nee, oder? Ich aktiviere diese Drohne mal dort hinten wieder. Mac hat jetzt auch eine Drohne zerstört. Die ist hier hinten runter, oder? Ja. Ab in die nächste Drohnenzone. So, wenn du da reinläufst, Mac, lädt sich deine Batterie wieder auf. Perfekt, dankeschön. Einmal. So. Oh, die... Palette der Renato, nicht die Palette von... Wo? Was?
ist denn das für einfach nur so ein Streifen in der Landschaft, okay? Hab ich dich? Stromstoß setzt alles zurück zum Glück. Okay, das geht zum Glück auch nicht drauf. Und da arbeitet noch jemand, hallo? Hep. Ich würde jetzt hier gerne eine Drohne hinsetzen. Sprengfalle, frech. Aber geht gerade schlecht, weil hier die Mac hängt. Ich aktiviere mal diese Drohne. Warte mal. Hä? Ja, doch, hier oben lang. Okay, ich könnte wieder ins Haus so eine Drohne setzen. Die dann hoffentlich hier scannt. Wo ist Renato hin? Keine Ahnung. Nächster Gen dort hinten repariert. Okay, die anderen sind hier. Ja, dass die Drohnen manchmal so ganz weird wegfliegen. Ist schon echt schade. Aber Stromstoß. Renato. Haken. Okay, ein anderer Renato hat wieder eine Drohne zerstört. Warte mal. Okay, dort ganz hinten, glaube ich, die Drohne. Die aktiviere ich wieder. So. Die nehme ich mal weg. Dafür setze ich jetzt hier eine neue hin. Und Mac haut direkt ab. Ist ja vernünftig. Ich gehe wieder hier ran. So. Hallo Nia. Oh, das Beste kommt zum Schluss, ne? Sehr gut. Ja, die rennt halt irgendwo hin, wo ich halt nicht hin möchte. Mac hat dort hinten, glaube ich, die Drohne zerstört. Scanner sagt mir ja. Nee, dort oben in die Richtung. Ich trete kurz gegen. Scanner sagt mir doch der Gen dort. Ja. Okay, also ich nutze das gerade wirklich sehr passiv, meine Kraft. Einmal. Schade. Hab ich dich? Ach, ich habe Mori mit. Stimmt, darf ich nicht vergessen. Ich räume dich hier auf einen öffentlichen Platz und scheide dich aus. Okay. So, sie wurde gescannt und ausgeschaltet. Wunderbar. Aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir die Mac schon so oft am... Ach, Mist. So oft schon am Haken hatten. Die brauche ich nicht mehr. Oh, hier oben sehe ich eure Aura kurz. Weil? Warum habe ich die kurz gesehen? Waren die wieder in der Thronzone? Wahrscheinlich. Oh, das dürfen wir nicht zulassen. Einmal, danke. So, ich trete hier gegen. Der hat bestimmt wieder eine Sprengfalle gelegt. Nee, hat er diesmal nicht. Okay, Drohne hin. So, falls Nia da ist, würde sie gescannt werden. Und ich wüsste Bescheid. Sie ist da. Weißt du das, Nia? Hab ich dich einmal. So, platziere hier, hau hier gegen wieder gegen. Okay. Das ist halt sehr passiv, ne? Hier hoch direkt. Ach, die zündet wieder ausgewogene Landung, ne? Hinten lang. Hier unten weg. Hier war sie zumindest zuletzt, ja. Du bist die Falle losgeworden, aber mich dafür fast auch schon. Okay, ich weiß, dass Renato wieder dort oben ist. Nee, ist er nicht.
Dann aktiviere ich diese Drohne mal. Hallo, Renato. Einmal. Das Beste kommt zum Schluss, sei Dank. Komme ich sehr schnell hinterher. Wunderbar. Stromstoß. Und Mori. So. Okay. Spare ich mir den Weg zum Haken. Und mache das lieber direkt selbst. Boah, ich finde das Mori halt schon fies. Ich weiß, es ähnelt sehr dem Mori von Freddy Krüger, aber ich weiß nicht, ich finde das Mori schon böse. Gerade mit diesem Wir, wie sie die auch dann hochhebt, die Leute. Okay, ich könnte mir vorstellen, dort hinten sind die letzten. Irgendwie habe ich die beiden gar nicht aufgehangen. Okay, die eine, die Besessenheit. Und die Nia anscheinend, ja. Wohin fliegt die Drohne? Die Drohne fliegt wieder, keine Ahnung, wohin. Aber deckt immerhin den Bereich auch mit ein. Aber nee, das mag ich nicht. Ich mag nicht, wenn die Drohne dort so am Rand ist. Die sollte hier oben stehen. Da wollte ich die Drohne haben. Und da irgendwie... Ich habe das Gefühl, wenn man sich bewegt... Oh, der hatte eine Drohne und ist die gerade los... Also eine Schnappfalle. Und ist die gerade losgeworden. Da habe ich seine Aura gesehen. Und dann tödlicher Verfolger auch schön lange. Okay, ich aktiviere diese Drohne. Den sitzt aber die Nia anscheinend nicht. Ja, der Gendert hinten ist sowieso so gut wie tot. Wunderbar. Hat er zu spät umgeworfen. Okay, und kommst mit. Nia wird irgendwo gescannt. Oder wurde kurz angescannt. Dort hinten ist sie. Sie hat den Gen wahrscheinlich kurz angetippt. Und tap. So, dein erster Haken. Ich aktiviere diese Drohne direkt wieder. Aber ihr merkt schon, ich spiele das gerade super passiv runter, ne? Also, ich priorisiere komplett die Generatoren und gehe nur für Jagden, die sich lohnen. Und versuche halt mit den Drohnen hauptsächlich an Generatoren zu nerven. Und dadurch, dass ich halt mit das Beste kommt zum Schluss spiele und die alle schnell verletze, das zumindest versuche. So, ich würde gerne hier wieder hier drinnen so eine Drohne hin platzieren. Perfekt. Das war wichtig. Sonst hätte ich wieder ausgewogene Landungen gezündet und wäre sonst wohin geboostet. So, Renato hat sich geheilt. Hep. Okay, das aktiviere ich dort hinten. Ich denke, der Generator hier oben, der ist mittlerweile auch nicht mehr das, was er mal war. Ja, der ist schön zurückgegangen. Durch halt die gute Drohnenabwehr. Platziert und aktiviert. Okay, da wurde gerettet. So, hallo ihr beiden. Ja, ich lasse dich laufen. Ja, ich gehe nochmal auf den Renato. Eigentlich, ja, ich müsste halt versuchen, ihn nach Möglichkeit in so eine Thronzone zu lenken. Und ihn zu gefährden. Aber, ne, ihr seht, da rennt er direkt wieder raus. Weil was will er in der Thronzone? Ist ja totaler Quatsch. Für ihn hier reinzurennen und hier auch zu bleiben. So, du gehst hoch. Gehst da lang. Jetzt bist du maximal markiert. Ah, ich dachte, ich erwische dich jetzt beim Runterhüpfen. Aktiviere dich bitte wieder, Drohne. Hier unten ist die Nia. Dort hinten haben wir den Renato. Ja, Nia, es tut mir leid, aber... Ich will jetzt lieber das Ziel jagen, das auch gejagt. Nicht, dass sich der Held auch jagen lässt, ne? Hab ich dich? Okay, ja, dich jage ich danach. Das ist mein Hinterkopf. Und Chap. So, Nia. Bist du bereit zu sterben? Okay, gut gemacht. Drohne, aktivier dich. Wo bin ich? Hier, okay. Ja. Sehr schön. Und down.
Okay, jetzt habe ich ja die Drohnen nicht so aktiv in der Jagd genutzt. Bin jetzt weniger auf Drohnengefährdung eingegangen, weil das funktioniert nicht immer, sondern habe die Drohnen wirklich eher als passives Tool verwendet. Ich meine, meine Add-ons, die unterstützen das Ganze natürlich. Dass ich zum Beispiel sage, okay, ich räume immer am Ende der Runde schön meine ganzen Drohnen auf. Das ist echt so dumm. So, am Ende, die Runde ist vorbei. So, zack, 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 ich sammle alle Drohnen auf. Okay. Was ich zum Beispiel ein bisschen nervig finde, wenn ich zum Beispiel laufe und eine Drohne platziere, dann fliegt die irgendwie wieder nach hinten. Also ich platziere die und, naja, die fliegt dann irgendwie immer ein Stückchen zurück oder die fliegen manchmal, wie sie wollen. Das macht das Platzieren gar nicht so einfach. Aber ja, wo war ich? Genau, ich spiele halt viel mit Auchen gerade in diesem Perk-Bild. Dadurch hat sich so ein bisschen das Passive angeboten. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen langweilig für alle Seiten, ne? Wenn man nur auf Generatoren geht. Aber man dachte, mit Ausbruch ist die Generatoren-Tritt-Meta vielleicht deutlich geschwächt, aber man hat immer noch Ruf der See und Überladen. Da würde man vielleicht statt tödlicher Verfolger Überladen mitnehmen, vielleicht andere Addons und dann kann man genauso gut Generatoren verteidigen. Aber gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!